So, damit ich das jetzt aushalte mit dir. Ah, ist schon wieder ein Jägermeister offen. Nee, nee, ich dann bin... trinke ich mir was, ne? Oh, wieder zu voll ist ein Bier. Nicht zu holen. Ich war dich. Ah. Leute, willkommen hier in der Pizzeria verlieren bei Menzi und Enderman. Obwohl bei Enderman heißt es Pizzeria gewinnen und bei mir verlieren. Das heißt, bei Enderman gibt es die bessere Pizza als bei mir und ich merke, ich rede mich hier eine Scheiße. Also als du gesagt hast, moin Leute, habe ich gedacht, das wird mal ein normales Anfangsbegrüßungsding, aber dann kam... Wann bin ich normal? Ja, hör auf, so viel Bier zu trinken. Ich habe es angefangen gerade, Leute, das ist mein erstes Bier. Weil Enderman hat mein erstes Bier. Ja, mein erstes Bier in 3 Jahren. Nein, wie gesagt, ich bin kein Alkoholiker. Leute, ich habe heute eigentlich ein halbe ernstes Thema. Och, leck mich doch. Du hast ja am Wochenende richtig gegönnt, deswegen... Nee, ich möchte jetzt ein ernstes Thema auffassen, was mir gerade eingefallen ist, wo ich auf dem Klo war. Immer schön dran denken, immer schön ordentlich spülen, damit die Scheiße runtergeht. Und wenn nicht, dann habt ihr einfach so einen dicken Pfiff. Ich wundere mich nicht, warum Enderman 2300 gerade gesetzt hat, aber ist mir egal. Ich darf nicht... hallo? Ah ja, was willst du machen? Ja, du sollst einen Effekt aktivieren. Mach ich auch. Ja, nee, nicht so geil. Doch, doch, ganz nett. Ich mache ich erstmal Och, den hier. Ich hoffe mal, es funktioniert. Nein! Also ernstes Thema, was ich eigentlich sagen wollte, das ist die Frage. Fuck. Ja, das nehmen wir trotzdem noch. Das ernstes Thema, was ich noch nehmen wollte, war nach Effa. Nein, ist das Thema psychische Krankheit. Das ist jetzt a little bit suboptimal, ja. Also ich finde Leute, man sollte Leute unterstützen, die psychisch krank sind. Weil... Ja, du machst mich gerade psychisch krank. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe jemanden kennengelernt und diese Person ist nicht gerade gesund im Kopf. Das hört sich zwar gemein jetzt an oder scheiße oder sonst was, aber ich habe schon genug Leute kennengelernt, die einfach psychisch krank sind. Psychischer Kranker als ich und Enderman zusammen. Also das heißt Ritzen und sonst was. Das ist fiel mir gerade so ein, dass man das mal bereden müsste. Du weißt, dass deine Lichtschwerter eh nicht lange leben. Und irgendwie habe ich gerade ein Gefühl, dass ich hier 3 Meter lange Barthaare habe. Weil ich irgendwie immer wieder längere Barthaare rausziehe. Ich setze diese Karte hier. Du wolltest weiter erzählen, habe ich gehört. Ja, viel. Ach, du Wichser, du. Ich dachte, du machst jetzt einfach Staubtornado oder so. Ja, toll. Ich weiß gar nicht mal, was ich überhaupt für ein Deck ausgewählt habe. Ah, jetzt weiß ich's wieder. This is the final countdown. Oh ne, dann brauche ich nicht so viel Musik zurückspulen. Warum habe ich den Effekt aktiviert? Bin ich eigentlich gerade im Kopf gefallen? Zahl 2000. Ja. So, du wolltest von psychisch kranken Menschen erzählen. Jetzt erzähl mal ein bisschen. Ja, ich finde das scheiße, sowas. Also man sollte die unterstützen und die Leute, die ich bisher nur kennengelernt habe, die sind einfach alleingelassen worden. Und warum geht man in Musik nicht weiter? Und das finde ich man persönlich. Man wird ja doch psychisch krank, wenn man alleingelassen wird. Das ist ja der Grund, deswegen man. Naja, größtenteils ist es ja das Mobben. Und aber dann so auf, ich sage jetzt mal auf Datingseiten XY zu sein und dann einfach immer wieder nur verletzt zu werden und an Leute zu kommen, die dann sagen, nee, damit komme ich nicht klar. Das meine ich, das ist scheiße. Man sollte doch schon den Leuten helfen und für die da sein und nicht sagen, nee, ich komme. Ja klar, wenn man nicht auskommt, ist schon klar. Warum holst du jetzt einen 2000
Ein Monster. Den Witz kapiere ich nicht. Ja, ich dachte, ich räume mal ein bisschen auf, sonst kommt hier noch so ein 5 Sterne, 50 Sterne Netz oder so. Nee, nee, keine Sorge. So, was haben wir denn hier? Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Ich kann nicht angreifen. Ah, es ist mies. Ja, ich sage einfach mal, ich wurde damals auch ziemlich viel gemobbt, weil Außenseiter, siehe, wie Enderman mich behandelt, ist eigentlich dauerhaft gewesen, mein Leben. So. Ja, es ist jetzt... Nein! Ja, es hat... Enderman hat's gemacht. Oh, würde ich sagen, was ist für heute? Wir sehen uns dann morgen wieder. Es ist eng jetzt, es ist die erste Runde jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas wie Spiegelkraft im Deck habe. Und die Frage ist eben, was macht man denn am dümmsten? Also ich werde erstmal Endermans Drachen hier zerstören. Was habe ich eigentlich da als Elektrikarte? Okay. Also es geht wirklich so Final Countdown los. Erstmal wieder von dem Thema rumzuschweifen, gehen wir mal auf das Spiel, weil es wird gerade ein bisschen spannend. Weil entweder habe ich jetzt eine Karte, die alles zerstört bei Enderman. Eine Karte, nein, hat wieder Staubzauber, Zauber, der Zeltzauberer. Oh ja, das könnte auch sein. So, ich aktiviere Krug der Gier. Ui. Ach, braucht man nicht. Warum hast du jetzt nicht angegriffen, hä? Weil ich Angst habe vor deinen verdeckten Monstern. So, du bist das, dran. Das, was ich vorhabe oder hoffe, könnte noch klappen. Aber wir werden es mal probieren. Wir gehen auf Flip-Beschwörung hier. What the fuck, du, mal don't do that to me. Und wir werden es mal probieren, aber ich werde es bereuen, weil jetzt bestimmt. Wow, oha. Oder auch nicht. Oha. Wir gehen noch mit Nachelfer. Ich hab Angst. Den will ich gern behalten. Nein! Ja, also du, warte mal, psychisch krank, ne? Da wolltest du doch noch was sagen. Ja, das werde ich langsam. Nee, also ich finde, man sollte für die... Wie gesagt, also ich finde, man sollte für die Leute auch da sein. Und ich habe mich um diese Person eben gekümmert am Wochenende, hab sie in die Arme genommen und so weiter und so fort. Und die wurde dann lesbisch und hatte keinen Bock mehr auf dich, Ende. Nein, das nicht. Nein, das nicht. Es war einfach, für sie war es ungewohnt, dass jemand für sie da ist, und das hat sie auch nicht begriffen. Dass man auch für sie da sein kann und möchte und... Also ich hoffe langsam auf eine Karte. Oh, das ist ja natürlich Zucker, Zucker, Zucker. Oh. Oh, dann du sie einfach vertreiben auf, oder? kenn ich die Person eigentlich? Nee, kennst du nicht. Nee, kennst du ja, nicht. Ich hab's gewundert. Vorher hätten wir auch... Aber es wird gerade ein enges Ding, muss ich sagen. Also ich kann eh nichts mehr machen. Der Einzige, der was machen kann, bist du. Ja, das funktioniert nicht, wenn Marshmallow nicht aufgedeckt wurde. Oh. Ach ja. Das war jetzt aber nicht Marshmallow. Oh, das war Marshmallow. Dann greift man dich eben an. Was soll ich... Was habe ich denn zu verlieren, ist die Frage. Du hast dein Leben zu verlieren. Nee. Maske der Finsternis. Yeah.
Oh, du hast die zwei richtigen angegriffen, Alter. Geile Matiko. Mm. Ich könnte jetzt bloß noch deine Abwehr zerstören nach und nach. Bloß dein 2000er Monster ist zu schwer. Soll ich einen 2000er Monster beschwören, habe ich gerade gezogen. Du kannst es zwar beschwören, aber viel bringen wird das auch nie, oder? Oder du es. Und ich aktiviere Maske der Beschränkung. Doch nee. Und du es. Naja, dann greifen wir mal wieder an, oder? Wie sieht's denn aus? Wollen wir mal gucken? Ja, wollen wir mal gucken, was du noch so hast. Sieht gar nicht gut aus bei dir. Yeah, you know what this bullshit means. Das ist Foxy. Ring ding 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 ding. Nein, also wie. Und vor allem das, was ich nie kapiere, ist. Jetzt hat sie versucht, sie sich für wegen mir zu ändern. Bis zum geht nicht mehr. Eisenstrahl Vogelscheuche. Ach, der Eingriff wird annulliert, war das ja, oder? Ja. Aber dreimal. Was für dreimal? Ja, die kann noch dreimal in der Runde eingesetzt werden. Und wie oft war das? Nein, nur einmal pro Runde, aber die wird halt wieder umgedreht. Mhm. Okay. Also einmal pro Spielzug. Dann muss ich meinen Plan überdenken. Noch vier Züge, Alter. Und ich spiele Opera. Ach, diese fucking Karte, die kotzt mich an. Und die diese Karte. Aktivieren. Okay. Ja, es ist mir klar, was jetzt das ist das Angriff nicht annullieren. Ich beschwöre diese Karte hier. Oh nein, nicht den verrückten Hund. Oh nein, nicht den verrückten Hund. Oh. Oh nein, nicht den verrückten Hund. In die Battle-Phase. Okay. Okay. Ja, und jetzt, jetzt wissen wir, was passiert. Oh, er deckt seine verdeckte Karte auf. Was ist das nur? Oh nein, das ist ein Vogel. Ja, also gut, das war. Ich glaube, das war's. Ja, das war's auch. Ne? Also es sind noch zwei Runden. Einmal darf ich noch, einmal einer meiner, danach habe ich verloren. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Och nö, jetzt kommt er noch damit. Wenn ihr mehr ernstere Themen habt, also wir haben jetzt zwar nur kurz angesprochen, also sehr kurz würde ich mal meinen, aber wenn ihr mehr ernstere Themen hören wollt, dann schreibt in die Kommentare oder so, ja. Oder persönlich, je nachdem. Ja. Was hast du noch zu sagen? Dass ich gerade meine Siegeskarte gezogen hätte. Oh, aktiviere die mal bitte. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich habe keinen Platz. Das ist eine Monsterkarte. Wie heißt die? Oh nein, nicht den Zeitzauberer. Nee, nee. Echt nicht? Naja, Nee. Wer ist eine Siegeskarte? Nee, wär's nicht. Also Siegeskarte wäre jetzt schwarzes Loch und dann direkt Monster hinterher. Mit mehr als 1000 Angriffen. Ja, komm. Gut, nee, jetzt was. Leider kann also ich hast du nichts mehr zu sagen. Nee.
Das war's, Leute. Ich frag mich, wie der letzte Counter im Spiel, wie in der Serie funktioniert. Also wie das passiert ist. Ja, das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, wenn ihr einzelne Themen habt, schreibt mal rein. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Runde schaffen, wenn nicht, dann bis in 30 Wochen. Weil es passiert jetzt in nächster Zeit so viel, jedenfalls von meiner Seite aus, dass ich jetzt sofort produziert habe bis fast Weihnachten. Ja gut, ich nicht mehr. Ja, du bist ja dauerhaft zu Hause, aber ich fahre dauerhaft zu meinen Eltern, bekomme jetzt öfters mal Besuch von ihnen, von dem Mädel, was ich erzählt habe. Oh. Dazu habe ich Langeweile nebenbei auf und da passiert eben vieles und ich wünsche eigentlich von meiner Seite aus schon fast fröhliche Weihnachten, frohe Adventszeit kann man eigentlich schon sagen, weil allein diesen Sonntag ist das schon Advent. Der erste. Ja. Also kann man sagen, schon fröhliche Adventszeit, geht schön nach Weihnachten und ab in den guten Rutsch. Falls wir noch eine Runde aufziehen, bis zum nächsten Mal. Leute, ein liebes Grüßlein von Enderman und mir sicherlich. Nö, also von mir nicht. Gut, okay, dann von ihm nicht. Ciao.